Guten Morgen. Der Frank ist da. Diesmal wieder mit Guten Morgen. Philipp. Wir laufen heute einen der Erlebniswege vom Naturstein Sieg. Und zwar, genauer gesagt, eigentlich zwei. Einmal den Mäanderweg und direkt dran anschließend noch die Schleife um Dreisel. Und ja, wir haben mit dem Wetter leider Pech. Heute der erste Regentag. Dafür haben wir gleich mal die Siegfälle vor uns. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach mit. Und dann gucken wir mal, wie viel Spaß wir im Regen kriegen. Dann bis später. So, hier sind wir oberhalb von Dreisel. Jetzt machen wir erstmal gemütlich. Schön oben auf Dreisel. Wird der Philipp versuchen, trotz dem Umstand, dass alles total nass ist, seinen neuen Robo mal auszuprobieren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist von Lixada. Philipp ist auch nicht gesponsert von der Firma. So, wir haben ein bisschen gefrühstückt. Wir haben selbstverständlich alles aufgeräumt, haben die Feuerstelle ordnungsgemäß hinterlassen, unseren ganzen Müll mitgenommen. Ja. Philipp nehme ich auch mit. Sehr gut. Und dann gehen wir mal eine Ecke weiter.
Ja, hier ist das Museumsdorf Alt-Windeck. Und wie Sie selber sagen, Attraktion des Natursteigsees am Fuße der Burg Windeck. Burg Windeck war ich ja vor 2 Wochen mit meiner Frau. Da haben wir da oben, oberhalb von dem Dach, sind wir den Natursteig gegangen. Heute mit dem Erlebnisweg, dem sogenannten Mäanderweg, ist die Streckenführung so ein ganz kleines bisschen anders. Wir sind jetzt einen Teil gelaufen. Wir haben uns bewusst jetzt für, oder ich in dem Fall, weil ich die Strecke ausgesucht habe, bewusst für den Weg entschieden, weil wir da immer noch ein bisschen den Philipp einlaufen wollen, um zu gucken, wie es ist. Philipp einlaufen, habe ich da gerade gehört. Ja, ganz genau. Ja, will ja nicht, sonst hätten wir auch eine komplette Etappe laufen können. Ich kenne aber jemanden, der am Telefon rumgeheult hat. Lass uns das nochmal so machen wie das letzte Mal. Wir laufen jetzt hoch zu Burg Windeck. Und dann gucken wir da nochmal. Für Mittag als solches ist es wahrscheinlich heute zu früh, zumal Philipps Frau gleich ganz hervorragend lecker kocht. Und ja, wir melden uns einfach gleich nochmal. Kannst du noch was sagen? Alles super. Danke, eine ganz tolle Wanderung, Frank, hast du dir da ausgedacht heute. Wirklich. Ja, das ist übrigens das letzte Mal, dass der Philipp mitgeht. Ich gehe doch lieber wieder auf die andere. Jetzt um Schladern rum, wir befinden uns jetzt mitten in Schladern, hart an der Grenze zu Schladern Downtown, laufen jetzt zum Bahnhof, wo die Autos stehen, ja, und haben dann für heute eine kleine Runde gemacht. Wir haben den zweiten Weg, den wir eigentlich in der Mitte anschließen wollten, haben wir jetzt einfach mal ausgelassen, damit wir genug Zeit für den Hobo haben und weil wir auch einfach den kurzen Zuweg verpasst haben und schon oben auf dem Berg waren und nicht wieder runter wollten. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Philipp muss es gefallen haben. Warte mal, ich hab noch eine Einstellung für deine Kamera. Ah, okay. Nur mal hier. So, ja. Auf das schön dann. Oh ja. Achte. Ich habe den Sawyer Wasserfilter mit, möchte aber, obwohl das Wasser fließt, jetzt davon absehen, ist so. Nein. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Abo, Daumen hoch, gerne gesehen. Ansonsten sehen wir uns demnächst. Rheinsteig ist angesagt. Und schönes Wochenende. Tschüss.